Gordy den Dolch geben. Geschäft ist Geschäft. Bitte sehr, ihm den Dolch zuwerfen. Bring dich nicht aus Versehen selbst um oder sowas. Den Dolch langsam vor Gordy halten, mit dem Knauf voraus. Hör mir erst gut zu. Wenn du ihn nicht verwendest, lass ihn der Scheide, sonst rostet er. Gib nicht damit an, sonst nimmt ihn dir jemand weg oder schlimmer. Das ist eine Waffe, kein Spielzeug, verstanden? Gordys Hand zittert. Er muss sich bemühen, den Dolch nicht an sich zu reißen. Er nickt und hält den Dolch in seiner Scheide. Ich passe gut darauf auf, versprochen. Ja, den Markstalldolch haben wir weggegeben. Wir haben Dings Erfahrung bekommen. Also wegen dieses Geheimnisses. Gordy legt die Hände an den Mund und flüstert laut. Ich habe gesehen, wie ein Schauspieler unter einem losen Stein beim Theater etwas versteckt hat. Aber sicher nichts so Tolles wie ein Markstalldolch. Danke, dass du mir das gesagt hast, Gordy. Tschüss. So, etwas Geheimes ist abgeschlossen. Ich habe Gordy den Dolch gegeben, ihm aber beigebracht, wie er damit umgehen muss. Er versprach, vorsichtig damit zu sein und hat mir von einem losen Ziegelstein beim Theater berichtet. So, das ist der lose Ziegelstein. Oh, Eichenfigur eines Skarabäus. Das ist schön, den zu haben. Müsste hier irgendwo sein. Das ist ein Begleiter. Ich will aber die Skarabäus-Figur, die ist hier. Einfach mal an irgendjemanden abdrücken. Und dann an mich, weil das ist ein Beschwörungsgegenstand. So, und jetzt in die Katakomben. Damit wir Dalton das Amulett überreichen können. Dann machen wir Daltons Quest. Können nochmal im Fuchs und Gans rasten. Was habe ich eigentlich gerade für Bonus? Athletik und Verfassung. Keine Ahnung, wie man hierher kommt. Ja, das sieht ja nach einem Geheimraum aus hinter der Wand hier. Gibt es da irgendeinen geheimen Hebel, den wir noch ziehen können vielleicht? I'm on the trail. Aber hier ist auf jeden Fall die Tür. Ich habe nur keine Ahnung, wie man sie aufkriegt. Quietly now. Kann ich ja in der zwischen den Aufnahmesessions mal gucken, wenn ich nicht darauf vergesse.
So, wir gehen nicht den Weg lang, weil der ist total noch vermint. I'm here. So, wir stellen uns schon mal ein bisschen auf. Ja, eine Säule des Glaubens. Yes. Hast du mein Zauberbuch gefunden? Mordred hat mir von deinen Experimenten berichtet. Ich kann nicht zulassen, dass du deine Forschung fortsetzt. Hedy stößt ein zischendes Geräusch der Frustration aus. Du bist noch selbstgerechter als er. Würde man sie Leuten wie Mordred überlassen, wäre die Besinnung nicht viel mehr als die Sortierung von ingvitanischen Töpfereien. Wir wären so hinter der Zeit her wie diese Hüttenbewohner. Er deutet auf den Tisch vor sich. Jeder will die Unsterblichkeit, aber niemand will wissen, was sie kostet. Ein Zittern schüttelt ihn. Er greift sie an den Magen. Oh ja, sie kostet. Vielleicht kannst du ja noch einen Zweck erfüllen. Ah, Durenz ist noch im Nebenfluss. Komm, du kriegst jetzt eine fette Säule auf den Kopf, Kumpel. Und ein paar Fluggeschosse. Okay, das war Overkill. Und die Tomak hat den letzten Zombie ganz alleine platt gemacht. Tamponiertes Medaillon. Dieses Silbermedaillon ist verbeult und betrübt. Ein vergebtes Porträt eines Adligen befindet sich im Inneren. Durch den Zahn der Zeit ist es verwittert. Und ja, da ist ein Zauberbuch und das Seelenhüter-Amulett. Eine Seele schleicht durch den Blutstein wie ein Stalker in einem Käfig. Sie ist voll wilder, rastloser Energie. Wer bist du? Du siehst vor deinem geistigen Auge das Bild einer Frau in einer schweren Lederrüstung, die mit zwei Dolchen bewaffnet ist. Neben ihr steht ein Mann, jung und gut aussehend, der sie Rowena nennt. Die Illusion wandelt sich. Du siehst eine windgepeitschte Ebene neben einem See. 50 Männer und Frauen in identischer Lederkleidung liegen tot am Boden, ihre Körper durch irgendeine dunkle Zauberei gekrümmt und deformiert. Rowena fällt zwischen ihnen zu Boden. Sie bricht neben dem jungen Mann zusammen, den du zuvor gesehen hast. Sie ist zu schwach, um zu sprechen, doch der Name Dalton erscheint in deinem Verstand. Eine einsame Gestalt schreitet über das Schlachtfeld, ohne sich groß darum zu scheren, ob er auf die Leichen tritt. Seine Augen sind mit einer unnatürlichen Licht erfüllt und auf Rowena fixiert. Er streckt die Hand nach ihr aus und das letzte bisschen Leben, das noch in ihrem Körper verweilt, entweicht. Als er ihr das Amulett vom Hals nimmt, spürst du, dass ihre gepeinigte Seele darin gefangen ist. Mit einem letzten verächtlichen Blick auf den gefangenen Dalton verlässt der Mann das Schlachtfeld. Dalton hat mich geschickt, dich zu finden. Die Seele pulsiert vor Wärme. Sie fühlt deinen Verstand mit den Erinnerungen eines jungen Mannes, der sowohl kühn als auch großzügig ist. Aber Zorn und Verzweiflung lagen an diesen Bildern, bis du nur noch kalte rote Wände spürst, die dich einengen. Und etwas Widerwärtiges, das sich an dir labt, während die Jahre zu Jahrzehnten werden. Was willst du? Du siehst, wie das Amulett in tausend Stücke zerbricht und die darin enthaltene Seele aufsteigt und sich zwischen den Sternen auflöst. Leb wohl. Yes. Ja, für verschiedene alchemistische Instrumente wurde Staub und Spinnenweben zur Seite gewischt. Sie sind zwar auch mit Staub und grobkörnigem Schmutz überzogen, wirken aber so, als seien sie erst jüngst benutzt worden.
Die wie in Waren niedergekritzelten verstreuten Notizen beschreiben verschiedene Riten und Verfahren der Beseelung. Dieser Tisch wird von einer grausigen Zusammenstellung rostiger Klingen geschmückt. Also ja, dann raus hier. Keine Ahnung, wie man hier reinkommt. Dann würde ich sagen, geben wir Dalton das Amulett. Ich gucke nochmal, wie man da reinkommt, wenn es überhaupt einen Weg da rein gibt und das nicht eigentlich ein Rückweg oder so ist. Dann gehen wir nochmal hier runter, bevor wir nach Ondras Geschenk zurückkehren. Das Amulett ist ein Questgegenstand. Das ramponierte Medaillon. Ist keine Ahnung was. So, dann auf zu Dalton. How do you do? Deine müden Augen leuchten auf. Hast du sie gefunden? Ihm das Amulett zeigen. Ja, aber nicht wie du erwartet hast. Hellig hat ihre Seele dieses Amulett gebannt. Ich habe es gefunden, also behalte ich es auch. Es tut mir leid, Dalton. Rowena ist fort. Es war nur ein Traum. Ihm das Amulett zeigen. Der Mann betrachtet das Amulett. Das hat Rowena immer getragen. Wo hast du es gefunden? Ihm das Amulett geben. Von deinem alten Widersacher Hellig. Er hat ihre Seele darin gefangen. Von Hellig. Er hat ihre Seele jahrzehntelang darin gefangen gehalten. Es ist an der Zeit, sie zu befreien. Lass du seine Augen weiten sich entsetzt. Nein, bitte, nachdem ich so lange nach ihr gesucht habe, er blickt auf das Amulett. Sie einfach nur in meiner Nähe zu haben, sie in meinen Träumen zu besuchen, das würde mir reichen. Ja, vielleicht hat sie dich nun gefunden, damit du endlich Abschied nehmen kannst. Datons Gesicht fällt in sich zusammen. Du hast recht, bitte lass es mich tun. Er zieht mit zitternder Hand eine Keule hervor und zerschlägt das Amulett. Als er Edelstein zerbricht, spürst du, wie die Essenz aus ihm entweicht. Der alte Mann blickt den zertrümmerten Stein an. Danke, dass du mich zur Vernunft gebracht hast. Vielleicht wartet sie im nächsten Leben auf mich. Er blickt seine zitternde Hand an. Bei der Flamme, sie wird nicht mehr lange warten müssen. Bitte nimm das, erreicht dir die Keule. Sie stammt aus meiner Zeit als Abenteurer. Ich muss endlich loslassen. Oh, moosiger Fels, Erfahrung und Geld. Die Reise in die X-Mittelebenen war größtenteils ereignislos, aber bei der Ankunft im Adrakais und Aufaulia entdeckte Hivaris einen grauenhaften Anblick. Über 50 versteinerte Einheimische befanden sich in dem Kreis. Nach einigen Tagen der Nachforschung entdeckte Hiravias, dass die Entführungen alle zu bestimmten Nachtzeiten in einem bestimmten Muster einige Meilen um die Steine herum geschahen. Mit Hilfe eines Mathematikers und Philosophen aus Apahulu konnte Hivarias den Mörder enttarnen. Eine extrem mächtige Adragan, die den Adrakreis seit Jahrhunderten beschützte. Als Gestandene gegen geheimen Ort entdeckten, begannen sie systematisch jeden zu jagen und zu versteinern, der in der Nähe der Städte lebte und sie zu Fuß erreichen könnte. Hivarias führte mit Hilfe von Einheimischen die langwierige Schlacht gegen die Kreatur. Ja. Still wie Stein abgeschlossen.
Und das wartet in der Herrenhalle auf mich, ihr. So wie auch mein Gold wahrscheinlich. Und in 22 Minuten ist auch die Leuchthülle endlich fertig. So, aber jetzt wird gespeichert. Das wäre jetzt Let's Play 14. Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Bis gleich.